Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Heute wollen wir uns mit hohen Bällen beschäftigen, die auf Kopf- oder über Kopfhöhe kommen. Und wir wollen schauen, wie wir das unseren jungen Torleuten entsprechend beibringen können und die richtigen Grundlagen vermitteln können für später, wo sie diese Bänge im Strafraum entsprechend fangen sollen. Und weil man das alleine so schlecht machen kann, habe ich wie immer meinen Assistenten dabei, die bekannte blaue Mauer. Der Ball wird normalerweise mit dem sogenannten Korbgriff gefangen. Das bedeutet, die Hände bilden hier oberhalb ein Dreieck zwischen Daumen und Zeigefinger. Dieser Griff wird Korbgriff genannt, weil der Ball wie in einem Korb entsprechend nun gehalten wird. Das geschieht natürlich dann über Kopf bzw. vor dem Gesicht entsprechend mit der Technik, die wir normalerweise als Ansaugen schon mal dargestellt und vorgeführt haben. Der Punkt an der Stelle ist, dass bei Kindern gerade die Hände meistens so klein sind, dass sie einen Ball nicht sicher in diesem Korbgriff ergreifen können. Trotzdem müssen wir die Grundlagen schaffen und wir wollen einmal zeigen, wie das aussieht. Wenn unser Torwart diesen Ball nun greift, können wir eindeutig sehen, es wird schwer werden, diesen Ball festzuhalten. Deswegen werden wir unseren Torleuten zunächst einmal beibringen, den Ball über Kopf entsprechend zu sichern, die Hände hinter den Ball zu nehmen und dann entsprechend den Ball nach dem Aufspringen auf den Boden zu sichern. Das sieht folgendermaßen aus. Wir werden unserem Torwart nun hohe Bälle zuwerfen, die er entsprechend oben überhalb des Kopfes abklatschen wird und dann nach dem Aufspringen auf den Boden im Nachfassen sichern wird. So setzen wir die Grundlagen, um entsprechend das saubere Fangen natürlich zu erlernen. Später nun werden die Hände größer, der Ball kann sicher gegriffen werden und hält dann auch automatisch in den Händen im Zuge des Wachstums. Das bedeutet, wir schaffen mit der Grundlage des Abklatschen des Balls hervorragende Bedingungen, um den entsprechenden Korbgriff sicher zu erlernen und den Ball über Kopf festhalten zu können. So wird unser Torwart dann auch lernen, den Ball danach mit den Händen zu umfassen und dann nach unten zu ziehen in den normalen Umarmungsgriff. Auch das schauen wir uns bei ein paar geworfenen Bällen an und soll die Grundlage zeigen, wie dieser Griff entsprechend gemacht wird. Das Prinzip des Fangen des Balls können wir nun wieder bei geworfenen Bällen uns anschauen. Nachfolgend kommt dann das Training solcher Bälle im entsprechenden Sprung, wo unser Torwart den Ball ein wenig anspringen muss. Wir haben nun gesehen, dass unser Torwart bei den entsprechenden Bällen im Sprung sowohl die erste als auch die zweite Form des Abklatschens und Nachsicherns oder des direkten Fangens und sofortigen Sicherns einsetzt und das vollkommen intuitiv. Das ist noch in der Entwicklungsphase eindeutig und hervorragend vom Torwart gelöst. Es zeigt wie immer, ein Torwart muss sein wie ein Schweizer Taschenmesser. Je mehr Werkzeuge und Möglichkeiten er hat, desto sicherer wird unser Torwart. Denn keinesfalls sollten wir ihm eine Technik beibringen, die ihn unsicher macht, sodass er den Ball gegebenenfalls hinter sich kommen lässt und ein Tor riskiert. Wir sollten mit Fehlern in der Entwicklungsphase unseres Torwarts eindeutig leben und auch diese Fehler entsprechend nach und nach lernen, herauszuarbeiten, zu korrigieren und später sogar zu kompensieren. Wenn unser Torwart nun Sicherheit erlangt hat bei den entsprechend hohen Bällen, können wir nun die Bälle werfen und er muss einen Ruf von sich geben. Das kann Spaghetti, Bratwurst oder sonst irgendetwas sein. Wir verwenden hier im Allgemeinen den Ruf Torwart, der eigentlich so standardmäßig ist und seinen Mitspielern signalisieren soll, dass er zum Ball geht und diese möglichst Gegenspieler und Raum ein wenig abschirmen sollen, damit er Sicherheit hat. Das muss natürlich im Training auch erfolgen, damit auch der Ruf automatisiert wird. Torwart! 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 Torwart!
Wir haben nun gesehen, der Ruf des Torwarts zum Sprung entsprechend ist ausgebildet und ausgeprägt. Wir haben also auch hier schon bereits in die richtige Richtung gearbeitet für die spätere Entwicklung unseres Torwarts. Was nun wichtig ist an der Stelle ist, zu wissen, dass Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren kein ausgebildetes Orientierungsvermögen und räumliche Fähigkeiten haben, sich sauber zu orientieren. Dies ist Talent. Das bedeutet, einige Kinder werden es nie schaffen, wirklich hundertprozentig sich im Strafraum orientieren zu können. Andere Kinder bringen hier ein Talent mit und verfügen bereits über 8 Jahre ein entsprechend hervorragendes räumliches Orientierungsvermögen und können daher schon ihre eigene Bewegung und den Schnittpunkt des Balles beim Wurf in entsprechend eine solche Relation bringen, dass sie diesen Ball auch oben erarbeiten können. Das sieht man vor allem dann, wenn wir mit Feldspielern Kopfballtraining machen, wo die Feldspieler den Kopf mit der Oberseite oder aber auch mit dem Hinterkopf kaum erreichen können, weil sie an der Stelle nicht die Bewegung des Balles und ihre eigene Annäherung an den Ball entsprechend in eine saubere Relation bringen können, um den Schnittpunkt so zu berechnen, dass sie den Ball sauber köpfen können. Bei einem Torwart ist es noch etwas schwieriger, denn er muss seine Hände mit der entsprechenden Höhe des Balles noch zusätzlich dazu in eine entsprechende Relation bringen, was das Ganze erschwert. Trotzdem dürfen wir in dem Alter das Ganze anbieten, wir dürfen nur keinen großen Erfolg erwarten. Wenn wir an der Stelle allerdings die Kinder immer wieder vor diese Aufgaben stellen, gewöhnen sie sich an diese Aufgaben und mit fortschreitender Entwicklung des räumlichen Orientierungsvermögens unserer Kinder werden diese auch damit geschult und beherrschen ihren Strafraum ein wenig besser und leichter. Und mit je mehr Erfahrung unsere Torleute bekommen, je älter sie also werden, desto sicherer werden sie beim Erlaufen und Erfangen hoher Bälle. Deswegen werden wir auch hier einmal eine Situation nachstellen mit Bällen, die seitlich nun in den Strafraum hineingeworfen werden und so an der Stelle jetzt der Ball seitlich erarbeitet werden muss, wie dies bei einer Flanke oder bei einem Eckball üblich ist. Wir haben nun unsere Position verändert und versuchen nun, in das vor uns liegende Viereck aus der hinteren und vorderen weißen Linie sowie der blauen Linie entsprechend Bälle zu verteilen, die unser Torwart zu sichern hat. Dies wird uns auch gleich zeigen, wie gut das räumliche Orientierungsvermögen ist, dass unser Torwart an der Stelle den Ball erlaufen und sichern muss. Wir erwarten hier keine Fehlerfreiheit, sondern wir leben damit, dass hier Fehler passieren. Trotzdem möchten wir ganz gerne den sauberen Bewegungsablauf haben und den lauten Ruf Torwart. Wie wir nun gesehen haben, das Ganze funktioniert noch nicht fehlerfrei. Es sind sogar Tore passiert an der Stelle, wo der Torwart sich den Ball durch seine Berührung entsprechend ins Tor gelenkt hat. Im Training ist das natürlich vielleicht für den Torwart ein wenig ärgerlich, für den Trainer aber sollte es keinen Anlass geben, den Torwart da an der Stelle zu kritisieren, sondern durch Lob und Motivation entsprechend zu versuchen, dass er an der Stelle diesen Fehler nicht mehr tut und eher versucht, ein wenig rückwärts zu gehen, um diesen Ball zu erlangen. Trotzdem zeigt es, auch ein 10-jähriger Torwart mit ein wenig räumlichem Orientierungsvermögen hat mit solchen Bällen immer noch Schwierigkeiten und wir dürfen nicht erwarten, dass es fehlerfrei funktioniert. Trotzdem bieten wir es im Training an und sind glücklich über die Erfolge, die sich damit bereits im Spiel einstellen. Dies soll nun Anlass sein, dieses virtuelle Torwarttraining hier an der Stelle abzuschließen und wir möchten einfach darauf hinweisen, dass selbst Arbeit am Pendel, wo der Torwart den Ball anspringen muss oder dergleichen, erst dann gemacht werden sollte, wenn entsprechend unser Torwart ein wenig mehr räumliches Orientierungsvermögen hat, um einfach seine körperliche Bewegung und entsprechend die Bewegung des Balles besser in Relation zu bringen. Und das ist an der Stelle entsprechend wichtig.
Und so müssen wir hier an der Stelle natürlich jetzt auch das virtuelle Torwarttraining beenden. Wir freuen uns, dass es euch gefallen hat und vielleicht bis zum nächsten Mal.